Once again, back is the incredible. Der goldene Frisbee, ist es mit Absicht ein falscher Artikel? Ist es überhaupt der goldene Frisbee? Das heißt auch, oder die goldene Frisbee? Da würde ich ja gerne mal wieder die Thematik aufmachen, ne? Da würde ich ja gerne mal wieder die Thematik aufmachen. Ich wurde hier ausgelacht, durch den Dreck gezogen. Ja? Kommentare haben sich gehäuft. Es wurde in meine DMs geslidet, mit dem Finger auf mich gezeigt. Jiggy, eine Frisbee kommt nicht zurück. Als ich bei der einen Line, bei der legendären Line, ihr wisst schon welche, gesagt habe, dass eine Frisbee natürlich, je nachdem, wie du sie wirfst, natürlich zurückkommt. Ne? Ich wurde wirklich ausgelacht. Auf einmal taucht irgend so ein Video auf im Internet, wo so ein alter Knacker in seinen besten Jahren, so ein erwachsener Mann, vielleicht auch Opa schon, oberkörperfrei, eine Frisbee schmeißt und zwar so krass, dass die immer wieder perfekt zurückkommt, ne? Und auf einmal kamen sie alle an in der Ruderbooten. Sorry, Jiggy, hier, du hast recht und so, hast recht. Eine Frisbee kommt doch zurück. Aha! Aha! Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Auf uns zukommt wie eine Frisbee, ganz richtig. 2023 war ein ereignisreiches Deutschrap-Jahr. Mhm. Da es sich nun allmählich dem Ende neigt, wird es... Mietz ist endlich da, jetzt benehmt ihr euch aber. Zeit, die ehrwürdigsten Momente dieses Jahres zu küren. Und dafür ist der goldene Frisbee da. Nur diejenigen, die ihn auch wirklich verdienen, werden diesen Preis in ihren Händen halten. In diesem Video gibt es die diesjährigen Kategorien mit den Nominierten. Berlin! Was geht ab? Was geht ab? Da hätte jetzt so ein Einschnitt von Scream aus Scary Movie gepasst. Das L des Jahres. L steht für Lost, ne? Für F. F und L ist doch das gleiche in Internet-Chatsprache, oder? Neus, der von Maestro beerdigt wird, nachdem seine Karriere bereits im Sterben lag. Oh. Alter, Digga, er hat komplett die Zähne. Er hat komplett den Unterbiss rausgehauen, Digga. Komplette Unterkiefer ist weg. Er läuft so rum. Aber es hat alles seine Vorteile. Ihm regnet's ne Mans Maul. Komplett. Noelsen, der sich im Boxkampf gegen Bösemann hoffnungslos überschätzt, K.O. geschlagen wird und wieder auf den Boden der Tatsachen kommt. Die pennen zu zweit, Alter. Was ein ehrenloses Bild. Da ist es ja auch bald so, bald in zwei Tagen ist Rückkampf, oder? Heute ist der 20. am 22. Shirin David, die wegen ihres Interviews mit dem kuschelweichen Nico von der YouTube-Community massiv abgestraft wird. Das habe ich nicht gesehen, ne? Da haben viele drüber geredet und es ging mir am Arsch vorbei. Ein Stückchen über der Ritze wie ein Arschgeweih. Ne, das ging mir irgendwie... Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Casey, der mit seinem neuen Album von den Charts in die Irre... Was hat sie gesagt? Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten? Schön, also schon hart. Sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Casey, wie ich. Der mit seinem neuen Album von den Charts in die Irrelevanz geklatscht wird. Oh, aua. Aua. Irrelevanz geklatscht wird. Oh. Hat er eine Box gemacht? Gibt es eine Galgenbox von Casey Rebel? Wahrscheinlich nicht, ne? Safe wird er ja dann auf Platz 1 charten wahrscheinlich, oder? Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne da mal reingehen, Alter. Und mich supporten, wie ihr könnt. Denn ich hau ja jetzt bald eine Box raus, ne? Die ist jetzt schon vorbestellbar. Und der erste Inhalt ist ein Zugang für 5 exklusive Livestreams. Track by track. Also wir machen da so, na, ich erzähle ein bisschen was zu den Entstehungen von den Tracks. Wie der Kontakt mit den Leuten zustande kam. So ein bisschen halt, ne? Ich werde wahrscheinlich mehr erzählen, als ich mir vornehme. Und wir machen einen Community-Track zusammen. Vielleicht könnt ihr mir auch ein Beat schicken oder so. Wir machen das zusammen. Der wird dann auf Spotify und so released. Ja, ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Wenn jetzt jemand fragt, bringt Jiggy eigentlich eine Box? Ich werde noch ein paar Mal erwähnen. So ist das nun mal in der Promophase. Checkt es gerne aus. Ich küsse die Herzen von jedem, der da schon reingegangen ist und sich eine Box bestellt hat. Ohne Spaß. Das ist der biggest Support, den ihr mir geben könnt.
Aua! Kollege, der von. Wie viel haben sie getrunken? Einiges! Shindy und damit Evans geklatscht wird. Oh, aua! Kollege, der von Shindy und damit einem Botox-gesichtigen Kiffgraskonsumenten äußerst überraschend geschlachtet wird. Ain't shit changed, ich geb dir. Geschlachtet wird? Also, es war schon ein guter Sucker Punch, den er da verpasst hat. Wobei ein Sucker Punch heißt ja, dass der andere zu Boden fliegt, ne? Ich glaube, aber das war schon auch. Das war schon, also der. Wie nennt man das nochmal? Der. Shock Value. Schockeffekt war auf jeden Fall da. Nicknames, wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat. Ja, so. Selbstüberschätzung. So hab ich mich auch in der Reaction gefühlt. Ain't shit changed, ich geb dir Nicknames, wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat. Free shit. Oh, 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 Digga, was ist denn jetzt? Selbstüberschätzung des Jahres. Überschätzung des Jahres. Shindy, der bei seinem Splash-Auftritt definitiv nicht den längeren Atem hat. Karin fragt seine Mama nach einem Vaterschaftstest, denn er kam auf die Welt und sein. Echo. Man muss aber dazu sagen, ne, ich glaube, und das sage ich jetzt als nicht der größte Shindy-Sympathisant, aber jetzt auch nicht als Gegner oder so, ne? Aber ich glaube, dass der Track, der hier performt wurde, der Diss-Track, war einer der letzten Tracks. Oder? Nee, das war der erste. Real Talk? Ja, das war der erste. Aber mit dem kam er auf die Bühne. Ja, seht ihr mal, nicht? So kann man sich irren, nicht? Ja, das ist dann natürlich. Vielleicht hat er auch einfach Schiss gehabt. Er hat vielleicht war er in einem Zwiespalt und hat so ein moralisches Tauziehen mit sich selber gehabt. Soll ich es wirklich machen oder nicht? Bin ich jetzt hier der Krasse oder nicht? Und ey, oder mache ich nicht noch lieber ein Interview mit Shirin? Das wäre nice, dass wir heute hier sind. Zieh deinen String zur Seite, just a little bit. Echo, dessen Remixe von Ghetto doch nicht durch die Decke gehen und Ghetto somit weiterhin kurz vor Gold steht. Die abgemagerte Kuh. Aber bald ist es soweit, ganz bestimmt. Farid Bang, der auf Shindys Disses gegen ihn mit einem ganzen Album antwortet und diesem trotzdem verschwindend geringen Schaden zufügt. Genetik, die denken, es sei eine gute Idee, ihren einzigartigen Stil gegen Drill im Jahr 2023 Drill. Sich auszutauschen. Was ist denn das für ein crazy Grandpa, Digga? Rappt er das wirklich? Yeah. Kollege, der mit seinem epischen englischsprachigen Album nicht so ganz überzeugen kann und doch nicht die erwartete Einnahme der angelsächsischen Welt erreicht. Let the dogs bite. Let the dogs bite. Die erwartete Einnahme der angelsächsischen Welt erreicht. Let the dogs bite. Defender of a bloodline. Dead before dishonor. I'm just getting killed. Standing upright. Upright. I'm living on my knees. Dead before dishonor. Oh, man, wie sie es extra da so hässlich hinschreiben, Digga. Das Comeback des Jahres, nachdem keiner gefragt hat. Ich bin in Ratestimmung. Ich glaube, wir müssen heute auch noch mal ein Quiz machen. Ich bin gerade in Competition, weil ich drücke Stopp und will mitraten. Comeback des Jahres. Julian Boss, der den Kapital macht. Oh, wie viele Zeiten vermisse ich eigentlich? Wie viele Wochen hintereinander hat er uns beschert hier? Das war eigentlich schön. Ich hätte echt Bock. Und mehr als nur 5 Songs in einer Nacht dreht. Chip to high. Mäus bei BBM, wo die wiederbelebte Bruderschaft bei den Fans auf taube Ohren stößt. Mein gerade, was er da reinschreibt, Digga. Nicht wie Mäus Gesang. Sinan Cheese Penis. Bruder, richtig dope. Der zum gefühlt 10. Mal in den Videoleaks zurückkehrt. Ja, also den hat ja jeder schon gesehen. Jetzt, ne? Das ist, sag mal, ihr habt ja wohl schon mal alle vom Sinan den Gari gesehen. Zeig schon mal her den Gari. Und ich zeig dir meine Straußeneier. Das sind mal ein paar Eier, Vater. Hm? Und uns auch ohne die widerliche Audio abstößt. Maskulin, das nach den letzten stabilen... Hier sage ich besser nichts dazu. ...in Jahren wieder zu alter Schwäche zurückkehrt und auseinanderfällt. Und die Signings lieber Casino... ...Streams oder Hausmusik machen, als mit Flair zusammenzuarbeiten. Alte Lines von Kollega und Farid, die ihr Comeback in Songs von Chiago feiern. Sie verliebt, ich bin Romantiker wie ein Buchhändler.
Romantiker hat aber auch mal Samy Deluxe gerappt und das hat auch schon mal Adi Ass gerappt, wenn mich nicht alles täuscht. Doch ich trau nur ein paar wie ein Pfarrer, weil ihr Scham zum Tragen kam, so wie Freunde beim Umzug. Hab ich auch schon mal gerappt. Auf einem Song von Herr Kuchen. Die spielen nur eine tragende Rolle, helfen sie mal jemand beim Umzug, die Affen. Krisen sind wie Pflaster, weil ich hab sie überwunden. Ski, Agu, Esse, Magic, Trüffels in den Niederlanden. Heute bin ich top, sie meinten, ich werd Niederlanden. Aha, Es ist schon, also, das ist schon ein ganz schönes Kolle-Groupie, der Ski-Agu. Sparfuchs des Jahres. Shindy, der Feuerzeuge und Pyjamas in seinem Shop mit einer schwindelerregenden Gewinnmarge verkauft. Geld, 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 Den Krebs da weg! O361, der seine Songs so kurz macht, dass die Hörprobe bereits der eigentliche Song ist. Verdammt! Ja. Und ciao! Das Aldi-CCN von Sensor und Juri. Oh, da gab's ja echt schon ganz schön viele Flops, sag ich mal. Was Gott sei Dank kein Flop ist und wahrscheinlich auch nie ein Flop sein wird, ist der neue Hydration-Drink von meinem Partner Holy. Heute trinke ich White Peach. Wie gesagt, handelt es sich hier um einen Hydration-Drink. Mit wertvollen Mineralien, leckerem Kokoswasser und aufpäppelnder Elektrolyte. Und der Geschmack erst. Kann dieses Gesicht lügen? Schmackofatz, rein da. Zweiter Link in der Beschreibung. Es gibt auch Energy Drinks und Eistees. Alles 100% vegan mit sehr wenig Zucker. Und dafür stehe ich mit meinem Gesicht. Euer Georg Hipp. Gibt natürlich auch einen Rabattcode für die Neukunden, für die Sparfüchse. Ja? Hier, für die Sparfüchse. Oh, die Übergänge sind wirklich gut. Hier, für euch. Ja, quasi. Fuchs des Jahres. Shindy, der Feuerzeuge und kurz macht, dass die Hörprobe bereits der eigentliche Song ist. Verdammt. Den Hut an und ab! Das Aldi-CCN von Sensor und Juri, das aus 0815 Straßensongs, Drill-Remixes von bekannten Hits, sowie Drill-Remixe. Einem Mammut-Mix, der 2,5 Minuten geht, besteht. Echo, der Restbestände von Hasbro in seiner Deluxe-Box unterbringt. Also das ist aber auch mit den Boxenverkäufen wahrscheinlich... Wo in seiner Deluxe-Box unterbringt. Es hat nichts mit Sparfuchs zu tun, die müssen halt alle, die sind halt Bestände, die von sonst wann noch übrig sind, alle. Drill-Remixes von bekannten Hits, sowie einem Mammut-Mix, der 2,5 Minuten geht, besteht. Echo, der Restbestände von Hasbro in seiner Deluxe-Box unterbringt. Ich glaube, ich check das nicht. Cool Savage und Bad Moms J, die für ihre Singles... Cool Savage und Bad Moms J, die für ihre Single den Hit Airplanes nicht mal auf Deutsch übersetzen, sondern exakt kopieren. War schon echt bodenlos. War schon echt bodenlos, Alter. Wie eine Wohnung ohne Boden. And we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. Hey, so. Gott sei Dank hat Savage nicht die Adlibs da in der Mitte noch reingemacht, die Doubles. Shooting stars. Die Gänsehautzeile des Jahres. Relax Flow, ich bin Dealer und hab Macker in mein Cup. Und ich werd noch berühmter als Two Girls One Cup. Weird Flex, Bro. Boah, aber ich hab echt Gänsehaut jetzt. Alter. Ich werd noch berühmter als Two Girls One Cup. Weird Flex. Weird Felix. Hätte man da eigentlich schreiben sollen. Dann fragst du mich, wo meine Mar-Nieren geblieben sind. Und kurz danach, wo Mars Nieren geblieben sind. Oh. Das Nierenthema ist irgendwie, reicht mir jetzt in letzter Zeit. Ja, also das allerletzte, was hier gerade Status quo ist, ist, dass ich Bescheid weiß, Digga. Halt auch voll, also so, ich beziehe das natürlich voll auf mich so, ne? Den Chio da weg. Und ich kann das halt voll nachfühlen. So, ich kann das so, das ist halt voll so für mich greifbar. I give you all of me, if you join Lennon, then du bist, I wanna be.
Das hatten wir doch schon mal. Aber dieser Jay-Zeke oder wie der heißt, ich finde den krass. Ich sag dir ehrlich, ich finde den krass. Was, I give you all of me wie John Lennon. Ach so, der heißt nicht John Lennon, all of me, sondern, ich gucke nicht in den Chat, der heißt anders. Der heißt anders. Wie heißt er denn nochmal? John Legend, genau. Wie John Lennon, denn du bist kein Wannabe. Reingeschissen. Fritz, ne, wenn ich den sehe, der krass ist ja echt. Achso. Du musst ja aufpassen, dass ich ja unter Umständen Leute spoiler. Ich hätte ja jetzt fast gesagt, das ist ja krass, dass der am Tag 3 schon raus ist, Alter. Nimm Survival mal den. Aber die Leute, die das nicht gewusst hätten, die würden es jetzt wissen, ne? Das wäre ja doof. Klar ist es schon auf YouTube, ich weiß. Aber es gibt ja vielleicht Leute in meinem Chat hier gerade oder auf YouTube, die das jetzt nicht wissen. Und deswegen wollte ich das auf keinen Fall sagen, dass Fritz am Tag 3 mit Survival Martin raus ist. Ja. Reingeschissen. Es ist gut, dass ich nicht gesagt habe. Danke, dass Steckbrett du das auch so siehst, ja. Glaub ich übersehe es, dass du echt die Perfekte bist. Und jetzt bin ich der Dumme, der hier sitzt, weil er dich gingen ließ. Gingen ließ, Alter, doppelt gemoppelt. Zweimal die Vergangenheitsform angewendet. Entweder gehen ließ oder gingen lässt. Gingen lässt geht. Aber das fällt echt, ich glaube, das wäre mir nicht mal aufgefallen, sag ich ehrlich. Deutschlehrer-Reaktion. Das waren die Kategorien. Stimmt. Aber das ist immer so schnell vorbei, Alter. Mach doch mal mehr. Mach doch mal so ein Video, was so 4 Stunden geht. Jetzt im ersten Link in der Beschreibung ab. Wir sehen uns bei der feierlichen Preisverleihung mit einigen Stargästen. Hier. Es gibt keine Folge ohne ihn, Alter. Hier. Ich brauche das Emote. Es gibt keine Folge. Es gibt keine Folge. Es ist wirklich so. Guck mal, er ist total sinnlos. Einfach, er ist noch drin. Überkrasser Beat. Ich bin ein Dynamit am Ziehen. Mit Cyan-Kali-Kapseln. Ich bin Cyan-Kali-Kapseln und Büder-Barbie-Papfen.